Viele Menschen sind im Alltag auf eine Brille angewiesen. 2/3 der Deutschen braucht eine Sehhilfe, die Hälfte davon dauerhaft. Für sie alle gibt es Menschen wie Moritz Ahlen. Er ist Optiker in Mainz. Die Aufgaben des Optikers sind, ich denke, das ist ein Beruf, der verschiedene Tätigkeiten in sich verschmelzt. Wir haben von einer Seite die handwerkliche Tätigkeit, das heißt, die Brillen zu fertigen, Brillengläser zu schleifen, Brillengläser in die entsprechende Fassung einzusetzen. Von anderer Seite haben wir den Umgang mit Kunden, ist natürlich eine psychologische Geschichte im Tiefengang, und Beratung. Also im Grunde genommen, diese zwei Richtungen sind gut vereint im Beruf des Optikers. Im Geschäft steht dem Kunden eine große Auswahl an Fassungen und Gläsern zur Verfügung. Auch exklusive Designerstücke gehören zum Sortiment der meisten Brillengeschäfte. Bevor eine Brille für den Kunden angefertigt werden kann, wird ein Sehtest gemacht. Hier bestimmt der Optiker die individuelle Sehstärke. Danach beginnt die handwerkliche Arbeit. Also der Weg zu einer fertigen Brille kann man sich in verschiedenen Schritten vorstellen. Im ersten Schritt ist die Augenglasbestimmung, im zweiten Schritt ist die Auswahl der Fassung. Danach werden die Brillengläser gefertigt nach dem entsprechenden Rezept. Und die Brillengläser, die in eine Rohform zu uns kommen, schleifen wir in unserem hauseigenen Werkstatt. Der Schleifvorgang wird heute maschinell durchgeführt. Dabei schleift die Maschine das Rohglas präzise in Form. In nur wenigen Minuten entsteht das fertige Brillenglas. Nun fehlt nur noch die passende Fassung und die Brille steht zum Abholen bereit.